Wir gelangen zur dringlichen Behandlung der schriftlichen Anfrage. Ja, nun, nachdem die Tagesordnung erschöpft ist, kommt es also zum Aufruf der dringlichen Anfrage der Grünen an Bundeskanzler Christian Kern von der SPÖ betreffend Verhandlungslegitimation der Bundesregierung zu den Abkommen CETA, TTIP und TISA. Die über 560.000 Unterschriften von österreichischen Bürgerinnen für das Volksbegehren gegen TTIP, CETA und TISA seien eine Bestätigung dafür, dass es bei diesen Freihandels- und Dienstleistungsabkommen noch offene Fragen geben, heißt es in der Begründung der dringlichen Anfrage.